Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ihr seht heute schon ganz schön viele Ideen auf meinem Tisch liegen, denn ich habe eine tolle, besondere Kartenform für euch und ich habe die ein bisschen umgewandelt, ein bisschen abgewandelt, ein paar Ideen mit reingebracht, was man noch so draus machen könnte und das möchte ich euch heute mal zeigen. Ich starte vielleicht einfach einmal mit dieser Karte, weil mit dieser Karte ging das Ganze nämlich los. Und dann zeige ich euch nach und nach alles andere, was hier noch so auf meinem Tisch liegt. Also ganz viele Ideen heute wieder für euch. So, genau. Also, und zwar ist das Ganze eine Seafold-Karte, nennt sich das Ganze. Das ist so eine Karte, die man quasi so aufstellen kann, die sich so öffnet. Und losgegangen ist das Ganze eben mit dieser Art, mit dieser Weihnachtskarte. Ich nehme euch mal ein bisschen näher hin, Vorsicht, nicht, dass es zu stark wackelt. So. Ich habe eine Karte gesucht, die man super verwenden kann, um sie in größerer Anzahl zu machen. Und zwar wollte ich eine besondere Kartenform, aber ich wollte nicht so extrem viel stanzen und so, sondern eher, dass ich sie in größerer Anzahl machen kann als Weihnachtskarte für mein Team. Und da habe ich mir als allererstes mal diese Karte ausgedacht. Der kleine Clou bei der Sache ist hier dieser Krischbaum, der für die Innendeko, aber auch für die Frontdeko und Außendeko ganz witzig ist, fand ich. Und ich habe hier so ein kleines Rentier ausgestanzt und reingemacht, nur einen kleinen Spruch. Man hätte auch die Möglichkeit, hinten viel Platz zum Schreiben unterzubringen, falls ihr viel schreiben wollt. Aber so wäre die Karte, ich sag mal, relativ einfach, also mit Stanzen gearbeitet. Fand ich dann ganz schön, aber war noch nicht das Absolute, wie ich es haben wollte. Also so war die erste Idee. Und habe es dann weiterentwickelt, auch mit anderen Farben und habe dann diese Karte im Endeffekt gemacht. Diese Karte könntet ihr auch wunderbar als Idee nehmen für jemand, der jetzt im Winter Geburtstag hat, als Wintergeburtstagskarte, weil die halt noch so ein bisschen mit Schneeflocken ist und so. Ja, natürlich nicht mit gesegnete Weihnachten, aber so mit einem schönen Geburtstagsspruch oder so wäre das natürlich auch eine ganz tolle Idee. Bei dieser Karte habe ich so gemacht, dass ich sozusagen mein eigenes Designerpapier gemacht habe, also mit Stempeln einfach auf unterschiedlichen Farbkartonen gestempelt habe. Ich habe es dann auch so gemacht, dass ich diese Fähnchen nicht mehr hingemacht habe, weil mir dieses Papier ausgegangen ist. Also ich hatte dann noch eins, das nicht so ganz so, das ist so ein bisschen grünlich, mir fast so ein bisschen zu viel Grün drin. Das hat mir dann nicht so gut gefallen. Ich hatte früher noch ein anderes, aber das ist mir leider ausgegangen, deswegen habe ich es dann weggelassen. Und hier habe ich im Hintergrund noch geprägt mit den Schneeflocken. Ich finde, das ist nochmal so ein kleines, schönes Highlight. Und das ist eine Schneeflocke, die gibt es schon fertig. Die habe ich einfach ausgedrückt aus dieser Form. Und dann kann man die auch super benutzen, wenn man jetzt viele Karten machen muss. Dann hat man da auch ein schönes Stanzelement drauf. Und die Karte ist eben super, die kann man vor sich hinstellen. Wäre zum Beispiel auch eine ganz tolle Idee, wenn ihr eine Hochzeitskarte machen wollt, eine Dankeskarte und hier vorne ein Bild unterbringen wollt. Auch hier innen könntet ihr ein kleines Bild unterbringen. Oder zum Beispiel auch als Baby-Dankeskarte, weil das eben eine Karte ist, die man super hinstellen kann. Da wackelt nichts und man kriegt da auch schön ein Foto unter. Und ihr könntet diesen Bereich auch noch größer machen, wenn euch das jetzt ein bisschen zu schmal ist oder so. Ihr könnt es auch kleiner machen, wenn ihr so kleine, gibt es ja oft so kleine, diese Fotos, wo man in so, wie in so einem Automaten machen kann, mit mehreren Bildern auf so einem Streifen. Das könnte man auch unterbringen, das wäre natürlich auch lustig. Könnte man es auch schmäler machen. Also das könnt ihr anpassen, wie es für euch hier passt. Ich habe es jetzt von der Größe so gemacht, dass es super ein ganz normales Briefkuvert passt. Und genau, das wäre auch eine Idee. Das waren so meine Weihnachtskarten. Wie gesagt, manchmal mit diesen Fähnchen und manchmal ohne. Aber so haben die ausgesehen. Also das ist genau die gleiche Karte nochmal. Und dann habe ich gespielt mit meinen neuen Sets sozusagen. Und habe aus dem Ganzen erstmal Motorradkarten gemacht, weil die Motorradreihe aus dem neuen Mini-Katalog ist wirklich mein absoluter Favorit. Und damit habe ich da losgelegt mit Spielen und habe gedacht, ich zeige euch da jetzt mal unterschiedliche Sachen, was ihr aus dem Ganzen machen könnt. Das ist auch heute so ein bisschen das Thema, dieses Motorrad vor allem. Da möchte ich euch ein paar Tipps sagen. Bevor wir das machen, habe ich aber dann noch andere Sachen gemacht mit diesem wunderschönen Wüstenset. Das finde ich auch so toll. Und auch mit dieser Herzstanze und diesen, wie sagt man da, diesen Blasen, diesen Sprechblasen, weil ich wollte das Ganze auch mal hochkant machen. Okay, und deswegen fange ich jetzt damit an. Ich habe dann nämlich zwei unterschiedliche Karten gemacht. Das eine ist diese hier. Das ist mit diesem tollen Wüstenset als Geburtstagskarte ganz schön.
Und nicht wundern, die kann man auch aufstellen, die steht auch sehr schön. Aber die sieht ein bisschen anders aus, denn die hat, wenn ihr jetzt diese Karte einfach hochkant hinstellen würdet, also die gleiche Karte, so diese Seafood-Karte so machen würdet, dann wäre das nicht stabil genug. Also das, selbst wenn man vorne viel draufklebt, würde die nicht wirklich stehen bleiben. Die müsstet ihr immer irgendwo anlehnen. Und deswegen habe ich die ein bisschen umgebaut und habe die so gebaut, dass ihr das auch hinstellen könntet. Und ihr habt fast den gleichen Mechanismus. Genau, und das sieht man jetzt hier ganz gut. Also das ist im Prinzip fast die gleiche Karte, von der Farbe ein bisschen unterschiedlich gestaltet. Hier, die stehen jetzt beide ganz gut. Und zwar ist da der Trick, bei dieser Karte hier habe ich es genauso aufgeklebt wie bei dieser Karte, die wir heute basteln, in Querformat. Und zwar geht es hier um dieses vordere Teil. Das habe ich so angebracht, dass das kleine Element hinten dran klebt und das große Element vorne, dieses große Teil hier vorne klebt. Das habe ich bei dieser Karte ganz genauso gemacht. Also kleines Element hinten und großes Element vorne, eben hochkant gestaltet. Aber das würde nicht richtig stehen, das habt ihr ja gerade gesehen. Und deswegen habe ich so gemacht, dass ich mir das hier unten nochmal mit einem Band auf der Rückseite festgemacht habe. Seht ihr das? Also ich habe hier unten, das ist nicht nur Deko, sondern das dient wirklich auch dazu, dass das hebt, dass das stabiler ist und dann kann man das so aufstellen und hat eben noch so ein bisschen diese 3D-Optik und man kann es natürlich ganz flach verschicken und hat halt hier noch so ein bisschen Zierde-Elemente. Also so könnte man es auch hochkant gestalten, so dass es auch super steht. Das wäre diese eine Möglichkeit. Zeige euch die Karte nochmal ganz kurz, dass ihr das genau seht. Hier sieht man die Blüten, habe ich zweifarbig gemacht. Erst in eine Farbe getunkt mit dem Stempel und dann mit den Schwämmchen einfach auf das Stempelkissen und dann nochmal auf meinen Stempelabdruck, bevor ich es aufgestempelt habe. Ein bisschen außenrum und ein bisschen in der Mitte und danach einfach mit so einem bisschen dieser Mischstift noch ein bisschen diese Farbe ein bisschen vermischt. Dann, wenn schon fertig aufgestempelt ist, dann hat man diese schöne zweifarbige Optik. Ich glaube, ich habe euch dazu auch schon mal ein Video gemacht. Wenn ich es finde, verlinke ich euch es mal hier oben, aber ich denke, das ist auch ganz erklärend soweit. Hier habe ich es ganz normal einmal aufgestempelt und dann noch ein paar Punkte in die Mitte gemacht, dass es das auch noch ein bisschen mehr Tiefe bekommt. Und hier bei dieser Karte habe ich es eben ausprobiert, dass ich es genau andersrum aufklebe. Das heißt, das große Element kommt nach hinten und das kleine nach vorne. Aber auch hier, also das steht dann ganz gut von allein. Ich habe hier unten auch ein Band hingemacht. Also das steht dann komplett von alleine. So habe ich es bei dieser Karte auch gemacht. Aber es biegt sich ein bisschen so nach vorne. Also das sieht man jetzt vielleicht hier ganz gut, wenn ihr das als Vergleich habt. Das geht hier natürlich ein bisschen nach vorne. Wenn man das so aufstellt, sieht man die Karte nicht so richtig, sondern eher den Hintergrund schön. Und wenn man es so aufklebt wie hier, eben dieses kleine Element nach hinten, dann steht es auch schön und man hat einen schönen Blick auf die Karte. Könnte man natürlich auch schön mit Foto versehen. Genau, und somit kommen wir dann auch zur dritten Karte. Hier nochmal ganz kurz diese Karte. Hat auch ein Schleifchen unten, eben auch so ein bisschen als Deko. Nochmal im Vergleich. Und dann habe ich mir noch gedacht, diese Variante als Hochzeitskarte zu machen. Und zwar, wenn man das dem Brautpaar schenken möchte, vielleicht hat man dann einfach noch ein süßes Bild vom Paar in irgendeiner Art und Weise, das man vorher schon aufgenommen hat, könnt ihr das auf die Rückseite kleben. Dann können die sich das dann quasi so hinstellen, haben so einen kleinen Bilderrahmen und hier ist ein Fach, wo man noch einen Gutschein unterbringen kann. Also so eine Gutscheinkarte. Ich habe jetzt leider nichts da, also jetzt das als Beispiel, könnte man hier auch noch ganz schön runter reingeben oder vielleicht auch einen Tag, wo man noch einen Gruß drauf schreibt. Und hätte hier auch noch eine schöne Hochzeitskarte. Auch ganz witzig gemacht, finde ich, irgendwie schön gestaltet. Und mal vielleicht ein bisschen anderen Farben. Das ist jetzt Minzmakrone im Hintergrund und Waldmoos kombiniert als Hochzeitskarte mit Gutscheinfach. Also ihr habt wieder ganz schön viele Ideen. Jetzt kommen wir nämlich zum Motorradset und zu dem, mit dem wir heute arbeiten. Ich möchte euch nämlich heute zeigen, wie ihr diese Motorräder verwenden könnt, dass ihr die auch komplett unterschiedlich verwenden könnt. Und das habe ich auf dieser Karte gemacht. Die Grundkarten hier sind im Prinzip alle gleich gestaltet. Das heißt, ich fange jetzt mal mit dieser Karte an. Ich habe die Grundkarte in einem dunkleren Ton gemacht, dann eben dieses schiefergraue Papier drüber gelegt und habe dann hier eigentlich alles gleich gestaltet, nur die Frontseiten unterschiedlich gemacht. Hier habe ich dieses Papier immer geprägt. Manchmal habe ich die Ecke oben abgeschrägt, manchmal gelassen und habe mir dann gedacht, was könnte man aus dem Ganzen machen?
Ja, bis jetzt so gemacht. Das ist jetzt so ein bisschen die schlichteste Geburtstagskarte, finde ich, von den ganzen dreien. Hier habe ich mir dieses Teil hier vorne nochmal kleiner ausgeschnitten und hier einmal das Motorrad ausgestanzt, also erstmal aufgestempelt und dann das Motorrad ausgestanzt. Und dann habe ich das, ich hoffe, man erkennt es, platt aufgelegt, platt aufgeklebt und diesen äußeren Rahmen nach vorne gestellt, dass das so ein bisschen diesen 3D-Charakter bekommt. Ah, der ist jetzt in der Kamera ein bisschen schlecht sichtbar, aber dieses Motorrad liegt quasi tiefer und darüber ist diese Umrandung. Und durch das, dass man das kleine Motorrad dann vorne nochmal drauf hat, auch mit Abstand aufgeklebt, bekommt diese Karte eine schöne Tiefe und ist zwar sehr schlicht, aber trotzdem noch ein bisschen mit dem Hingucker sozusagen. Kann man dann hier aufmachen mit Vollgas ins neue Lebensjahr. Als Spruch also eine super Geburtstagskarte und hinten noch ein bisschen gestempelt. Und hier habe ich diese schwarzen Schmucksteine benutzt, die halt so ein bisschen matt sind, die das vielleicht so ein bisschen halten sollen. Das ist ja öfter mal so als Halterung vielleicht ganz nett. Oh, jetzt hat es sich gelöst, muss ich nochmal ankleben. Aber das war so der Grundgedanke für eine sehr schlichte Karte, die trotzdem so ein kleines Highlight hat. Dann habe ich ein bisschen mit dem Designerpapier gespielt. Die Karte sieht jetzt so aus. Vielleicht eher für Harley-Fahrer mit Orange. Muss aber auch nicht sein. Hier habe ich einfach ein paar Designerpapierstreifen in verschiedenen Streifengrößen geschnitten. Habe die dann alle da aufgeklebt, noch ein bisschen so geknickt, so für so ein bisschen einen cooleren Look. Und habe da einfach das Motorrad draufgeklebt, also einmal aufgestempelt, ausgestanzt und draufgeklebt. Dann hat man auch noch eine coole Karte und zum Beispiel auch eine gute Möglichkeit, das Designerpapier schön unterzubringen. Hier zwischen auch noch ein paar so geprägte Streifen wie am Rand, dass sich das so wieder findet. Und hinten auch noch mal mit dieser Feuerflamme ein bisschen gestempelt. Und was wir heute machen, ist diese Karte, weil ich möchte euch gerne zeigen, wie man diese Stanzformen, dieses Motorrad noch zusammenbaut. Und die sieht so aus. Ist hier innen jetzt nicht mit Designerpapier, sondern nochmal mit der Prägung, die auch vorne dran ist. Und ich zeige euch eben heute auch besonders, wie man dieses Motorrad zusammenbaut. Das finde ich nämlich ganz cool. Genau, also das war jetzt wieder eine längere Einleitung. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch, wenn ihr so viele Ideen seht vorab, aber ich glaube, das ist immer ganz praktisch. Und genau, wir starten jetzt einfach mal und ich zeige euch mal, was ich alles benutzt habe, die ganzen Maße und legen mal mit der Anleitung los. Als erstes zeige ich euch mal das Papier. Ich benutze heute Pazifikblau, habe hier noch Anthrazit und Schiefergrau als Farbkarton und das Designerpapier ist eben das Papier, das zu dieser Reihe gehört. Das heißt, besonderes Designerpapier für Motorradfans hat diese Bestellnummer, falls ihr es haben wollt. Und das Besondere an diesem Papier ist einfach, dass sie immer auf einer Seite seht ihr diese Folienoptik habt. Das ist eben auf der einen Seite normales Papier und auf der Rückseite glänzt es immer. Und es hat wirklich ganz tolle Papiere. Ich wollte euch eigentlich auch noch eine weitere Idee sagen, aber das fällt mir jetzt gerade erst wieder ein. Ein Papier möchte ich euch nämlich zeigen, das jetzt vielleicht nicht unbedingt typisch ist für diese Reihe. Das ist nämlich mit diesen Rosen, könnte man auch super als Trauerkarten zum Beispiel benutzen oder auch als coole Hochzeitskartenidee für ein Pärchen, das auf Gothic steht oder so. Also das ist auf jeden Fall ein ganz cooles Papier. Und ich benutze heute als Maße folgende Maße. Ich habe einmal eine Grundkarte in Anthrazitgrau. Die ist in der Größe von einem A4-Papier. Also das habe ich in der Länge einfach gelassen und habe das gekürzt auf 10,5 cm. So bekommt ihr zwei Karten aus einem A4-Papier. Und ich habe das schon gefalzt, einmal bei 7 und einmal bei 14 cm. Das machen wir gleich auch nochmal zusammen. Und dann habe ich noch einen Streifen in Pazifikblau. Das werden wir jetzt dann gleich zusammen prägen. Der ist 10 cm mal 3 cm und ein Designerpapier aus dem Set. Ich nehme jetzt das mit diesen Reifenabdrücken, das finde ich ganz cool. Mit dem Maß 10 mal 6,5 cm. Also ihr könnt hier immer mitlesen. Und dann habe ich eine Karte in Schiefergrau mit dem Maß 27,5 mal 7 cm. Das falten wir gleich zusammen. Dazu gibt es nochmal ein pazifikblaues Stück, das präge ich mir mit dem Maß 6,5 mal 6,5 cm. Ihr könnt es natürlich auch als Designerpapier, könnt euch da eins in der Größe zuschneiden, was ihr gerne möchtet. Ich habe jetzt noch für die Rückseite ein grundweißes Farbkartonpapier.
Das schneidet ihr euch einfach zu in eurer Größe. Das hat jetzt das Maß 14,5 mal 9,5, aber ihr könntet es auch ein bisschen größer machen. Das kommt dann auf die Rückseite. Hätte dann hier einen relativ großen Rahmen. Auf der Rückseite erkennen wir das so ein bisschen. Könntet ihr aber auch in anderen Maßen machen. Genau. Und wir starten jetzt mit dieser schiefergrauen Frontkarte. Und ich zeige euch mal, wie ich das Ganze falze. Also das hat jetzt nochmal das Maß 27,5 mal 7 cm. Und ich falze es jetzt bei 7 und bei 14 cm. Einmal bei 7 anlegen und dann einmal noch bei 14 und falzen. Genauso wie bei dem großen Papier. Die Karte ist nämlich total einfach zu machen. Dieser Mechanismus ist super easy. Deswegen können wir auch gleich ans Prägen gehen. Da schnappe ich mir jetzt mal meine Stanzmaschine und präge mir meine beiden Teile. Ich nehme auch gleich diese Prägeform aus diesem Motorradset. Die hat hier so tolle Zacken wie so ein Aluminiumblech. Leg mir die beiden Sachen hier ein und kann mir die gleich einmal durchkurbeln. Und dafür braucht ihr nur diese graue Platte, die Nummer 4, weil es eine Tiefenprägeform ist. Und es macht wirklich ein ganz, ganz tolles Muster. Kurbel ich mir einmal durch und habe dann hier wirklich schon so ein ganz cooles, aber leider ist noch ein Fussel drauf, so ein tolles, tiefes Muster in diesem Papier. Voll schön. Und die Karte ist ja an sich total einfach und ganz schnell gemacht. Dafür wird die Deko halt ein bisschen aufwendiger. Da zeige ich euch mal, wie man dieses Motorrad so schön zusammenbauen kann. Und dafür habe ich mir schon einige Teile aus dem Set ausgestanzt. Das Stempelset heißt Motorradfahrt und die Stanzformen auch. Das Stempelset hätte diese Bestellnummer. Die Stanzformen habe ich hier innen, haben diese Bestellnummer. Und das Bündel, die Bestellnummer für das Set, solange es das gibt, blende ich euch hier unten mal ein. Genau, und da habe ich mir eben aus den Stanzformen schon einige Teile ausgestanzt und würde euch jetzt kurz sagen, in was. Ich habe mir nämlich das große Motorrad, also dieses hier, das komplette große Motorrad, einmal in Pergamentpapier ausgestanzt. Das hat diese Bestellnummer, also die Bestellnummern für die Motorradteile halte ich euch hier kurz ins Bild. Falls ihr die braucht, könnt ihr auf Pause drücken. Und das Metallic-Papier, mit dem ich das gestanzt habe, ich hoffe, das gibt es noch, ich weiß es nicht genau, das hat diese Bestellnummer. Ansonsten könnt ihr auch Metallic-Folie in Silber nehmen. Ich fand das in Champagner irgendwie ziemlich schick. Aber Silber passt genauso gut. Genau. Ich habe mir also das große Motorrad einmal im Pergament ausgestanzt. Vielleicht lege ich euch das gleich mal hin. Das ist so mein Grundgestell, auf das ich das Ganze aufbaue. Dann habe ich mir diesen Rahmen einmal in dieser Champagnerfolie ausgestanzt. Das ist ziemlich cool, wie man das alles zusammensetzen kann. Ich habe mir die beiden Felgen ausgestanzt, auch in dem Champagner. Dazu dann die Reifen, die sind so klein. Diese Umrisse in Schwarz und diese Rückmittelteile, die behalte ich auch. Die klebe ich mir nachher noch auf. Vielleicht das als kleinen Tipp, dass man das ganz gut gebrauchen kann. Und dann habt ihr noch dieses große schwarze Element, das so ein bisschen geprägt ist, wo dann quasi, ich würde sagen, die Sitzbank und der Motor und so. Ja, mehr kenne ich jetzt da glaube ich nicht. Also diese ganzen Innereien von dem Motorrad quasi drauf sind, drin sind. Jetzt kommt die Fachwelt. Und dann habe ich mir noch die zwei Flammen ausgestanzt und genau, den Rest brauche ich jetzt gar nicht. Also ich habe mir noch alle anderen Teile auch mal ausgestanzt, aber die brauche ich jetzt für das jetzt nicht unbedingt. Wollte ich aber noch was Kurzes zeigen. Falls euch diese erste Karte zu schlicht sein sollte, könntet ihr auch natürlich das Teil aufstempeln und dann noch ein bisschen hier mit diesen Gerippe überkleben. Das sieht auch ganz cool aus schon. Also je nachdem, ob ihr schlichter wollt oder vielleicht doch ein bisschen glitzy haben wollt, könntet ihr es auch so machen. Genau. Also dann bauen wir es jetzt mal einfach zusammen, dann seht ihr das. Und ich nehme dafür jetzt einfach nur den Flüssigkleber und fange mal mit diesem schwarzen Grundelement, das so ein bisschen geprägt ist, an. Das klebe ich mir einfach mit dem Flüssigkleber drauf auf mein Pergamentpapier. Ihr könntet natürlich auch weißes Papier nehmen, aber ich fand es mit dem Pergament ziemlich cool. Das sieht für mich echt schick aus. Und ich lasse mir da sogar so einen ganz leichten Rand nach oben,
Irgendwie hat es mir so am besten gefallen. Genau, und darauf kommt dann dieses Gerippe, sage ich jetzt einfach mal. Dann nehme ich einfach die Mini-Dimensionals. Die schneide ich mir ein bisschen auseinander und baue mir die hier unter das Ganze rein. Also könnt ihr die Randstücke super verwenden, ganz dünne Streifen schneiden und dann hier vorsichtig aufkleben. Genau, und jetzt klebe ich mir hier meine Reifen noch auf. Und da habe ich so gemacht, dass ich mir vorher die Reifen an sich auf die Felgen klebe. Auch mit so einem ganz dünnen Klebestreifen, also ganz dünne Klebeschicht von dem Flüssigkleber. Wenn euch das zu viel gefummelt ist mit Flüssigkleber, ich weiß schon, manche machen das nicht gerne. Und ich eigentlich auch nicht so, aber ich vergesse immer, dieses Papier zu nehmen, dieses Ausstands. Klebepapier, das ist natürlich super. Das ist mir dann erst bei dem letzten aufgefallen, dass ich das benutzen könnte. Dann könnt ihr das auch mit dem machen, dann müsst ihr nicht mit Flüssigkleber arbeiten. Aber ich habe es vergessen, ich habe es nur hier benutzt, bei dem kleinen Teil. Da macht ihr einfach hinten so ein Klebepapier drauf und dann könnt ihr nämlich das abziehen und dann klebt euer Element schon, dann braucht ihr nicht mit Flüssigkleber rumtun. Wenn ihr das nicht unbedingt vergesst, so wie ich immer, dann passt das super, dann könnt ihr euch das gleich so aufeinander kleben. Genau. Aber ansonsten, ich finde, es geht eigentlich ganz gut mit Flüssigkleber, ist gar nicht so wild. Baue ich mir hier die Reifen noch in den Hintergrund. Hoppala. Vorne und hinten. Und dann habe ich mir noch diese kleinen Mittelteile, die ja auch ausgestanzt werden, einfach noch auf die Rückseite geklebt, weil ich fand, es ist ganz witzig, wenn es dann so ein bisschen durchschimmert. Und der Kleber, der trocknet dann durchsichtig ab. Also das habe ich mir einfach hier noch so ein bisschen in den Hintergrund geklebt. Dann schimmert es noch so ein bisschen dunkler dadurch. Ganz schlau wäre eigentlich, wenn man hier den Kleber drauf macht. Das habe ich bei meiner ersten Motorrad auch gemacht, also auf diesen großen Punkt und dann das nur daran anklebt und nicht so wie ich jetzt auf dieses schwarze Papier das mache, weil sonst sieht man ein bisschen den Kleber durch. Vielleicht trocknet der noch durchsichtig aus, das weiß ich jetzt nicht, aber das könnte man natürlich besser machen. An der Stelle der Tipp, macht den Kleber einfach hier hinten drauf. Das ist eigentlich viel logischer. Okay, und dann schnappe ich mir noch diese Feuerflamme, die aus dem Auspuff kommt. Und klebe mir das hier noch so an. Dann haben wir schon unsere ganze Deko. Stempeln noch ein bisschen und dann bauen wir die Karte zusammen. Genau, und die Grundkarte wird folgendermaßen zusammengebaut. Also ich habe jetzt hier meine zwei kleineren Felder und hier dieses lange große und knicke mir das jetzt sozusagen so um, dass ich das Ganze dann so vor mich hinstellen kann. Wenn ich so hinstelle, habe ich hier das V und das andere V dann eher in die Richtung mit diesem langen Element. Und das Ganze mache ich bei dem kleinen genauso. Ich habe da also wieder genau die gleiche Form wie hier. Auch wieder mit dem V nach oben und mit dem V nach unten. So finde ich, kann man sich ganz gut merken. Und aufkleben werde ich es mir aber nachher dann so rum. Das heißt, dass hier das große V ist und dann da das kleine auf dem Dach steht sozusagen. Ich glaube, von oben erkennt man es gut. Es ist wirklich easy, ganz einfach gemacht. Und wenn ihr euch das so hinlegt, die große Karte steht so vor euch und die kleine Karte steht so vor euch, dann seid ihr da auf jeden Fall richtig. Wenn ihr es jetzt abwandeln wollt, so wie ich, mit dieser Karte hier, könntet ihr euch das genauso aufkleben. Und zwar so wäre es dann gewesen. Das heißt, ich baue mir das so zusammen, klebe mir das dann so hin und mache mir dann hier unten eine Schleife außenrum. Oder ihr klebt es euch hier an, wie ich das bei diesem Gutscheinfach gemacht habe. Und wenn ihr das aber hochkant machen wollt, in diesem Style, also dass das so schön vor euch steht, klebt ihr euch das genauso an, wie wir es jetzt auch bei unserer Karte machen, und zwar das lange Stück
vorne hin. Das ist dann eben auch hochkant möglich und da müsstet ihr euch dann auch hier unten einfach noch ein Geschenkband rumwickeln, dass es dann auch schön steht. Dann hätten wir diese Variante hochkant. Genau. Also so habt ihr die verschiedenen Möglichkeiten, wie ihr das machen könnt. Ich könnte jetzt sogar überlegen, ob ich mir das Motorrad auch hochkant mal mache. Aber es könnte ein bisschen knapp werden mit dem Briefkuvert. Aber es würde natürlich auch cool ausschauen. Genau, und ich bestempel mir das jetzt gleich so, wie ich es haben will. Ich mache ja jetzt das Querformat und deswegen lege ich mir meine beiden Farbkartone so hin, wie ich die nachher zusammenklebe. So lege ich die jetzt vor mich hin und kann die dann super so bestempeln. Als Stempelset habe ich mir jetzt das Motorradfahrt rausgesucht. Da benutze ich die Sprüche und diesen kleinen Boden, das kleine Bodenelement und vielleicht auch gleich dieses Feuerchen. Und dann habe ich mir diese Punkte noch rausgesucht aus dem konturiert, koloriert. Das finde ich ist eine ganz coole Sache für die Punkte, aber da habt ihr bestimmt was anderes auch noch. Und falls ihr es noch habt, was wirklich witzig ist als Boden, ist das perfekte Moment. Das gibt es nicht mehr, das ist schon ein altes Set, aber diese Wolken hier sind auch ein super Boden, fand ich. Und die werde ich jetzt auch benutzen. Zur Not könntet ihr auch einfach mit dem Stift das hinmalen oder so, also da findet sich was. Oder mit dem Bleistift zu dem Boden hinmachen. Das müsste jetzt nicht genauso sein, wie ich das mache, aber als Idee, falls ihr es zu Hause habt, ist es natürlich ganz witzig. Und Farben benutze ich Schiefergrau und Anthrazitgrau mit diesen Bestellnummern. Also das kann man nicht mehr lesen, oder? Ich schreibe es euch lieber mal nochmal ordentlich rein. Genau. Als erstes mache ich jetzt mal den Spruch. Ich mache eine Geburtstagskarte mit Vollgas ins neue Lebensjahr. Finde ich echt super. Das mache ich in Anthrazitgrau. Und es kommt hier auf dieses kleine Feld, auf meine Vorderkarte. Hoffentlich einigermaßen mittig. Ja, hätte noch ein bisschen dunkler sein können. Aber geht so auch. Dann habe ich hier noch Du bist legendär. Finde ich passt auch sehr gut. Mache ich jetzt noch hier oben so drauf. Hoffentlich gerade. Ja, kann man lassen. Genau, dann habe ich, wie gesagt, diesen eigentlichen Himmelstempel, aber den finde ich super als Boden. Sieht irgendwie echt cool aus, oder? Mache ich mir einfach so ein bisschen hier unten drauf. Könnte man auch mal drehen, dass man die andere Seite noch hat. Mega Boden oder Himmel, je nachdem, was man halt gerade hätte. Und dann auch noch diesen kleinen Busch. Kann man nehmen. Machen wir hier mal noch so hin. Eigentlich jetzt alles in dem dunklen Ton und dann nehme ich noch die Punkte in Schiefergrau und ja, mache mir einfach noch ein paar Kleckse auf die Karte. Ich finde, das lockert das Ganze noch ein bisschen auf, umhüllt das Ganze noch ein bisschen und Kleckse passen noch irgendwie echt super. Und dann nehme ich mir noch die Grundkarte, die kriegt auch noch ein bisschen Muster ab. Ich weiß immer noch nicht genau, ob ich die Ränder wieder so abschräge oder nicht. Oder ob ich es mal lasse. Ich glaube, ich lasse es mal. Mal gucken. So viel wird man nachher dann davon eh nicht mehr sehen. Aber so ein bisschen ein paar Kleckse kann man sich da ganz gut noch verteilen. Hier kommt dann eh Designerpapier drauf. Aber genau. Das wäre jetzt erstmal mit der Stempel. Ah nee, Stempelarbeit ist noch nicht ganz abgeschlossen. Ich mache mir auch noch diese Rückseite. Da kommen auch noch ein paar Kleckse drauf. Ja, und weil ich den so cool finde, mache ich da den Boden auch nochmal. Mit diesem hier kombiniert. Hier könnt ihr natürlich auch ganz cool die Flammen da verwenden in Orange, wenn ihr das gerne mehr in Farbe hättet oder eben in Blau. Passt jetzt nicht ganz so gut dazu, aber in diesem Orange ist das eben super auch zum Stempeln. Und dann kann man die Karte schon zusammenbauen. Jetzt noch als kleiner Tipp, wenn ihr dieses Element hier an der Seite so abstanzen wollt wie ich. Ich hatte hier diese Randstanze benutzt, würde ich euch das empfehlen, dass ihr das jetzt macht. Das heißt, ihr macht die große, stanzt euch das und macht diese kleine blaue und stanzt euch das und klebt es euch dann übereinander. Weil wenn ihr das anklebt und dann erst stanzt, dann habt ihr nicht so einen schönen Rand. Ich lasse es jetzt in meinem Fall und klebe es einfach nur an. Finde ich jetzt hier für die Karte irgendwie noch ein bisschen männlicher. Genau, und dann nehme ich jetzt einfach einen Flüssigkleber und mache mir diese
Bordüre hier, diese schöne geprägte Bordüre am Rand. Und dann habe ich noch mein Rückteil. Das klebe ich mir einfach hier hinten drauf. Könnte man auch noch einen Spruch drauf stempeln, wenn man möchte. Genau. Und jetzt bauen wir uns das einfach so zusammen, wie es dann gehört. Das heißt, ich knicke mir dieses Vorderteil und mache mir einfach hier hinten den Kleber drauf. Und zwar einmal auf dieses große Element so ein bisschen auf der linken Seite und einmal auf diesem kleinen Element. Und so lege ich mir das jetzt auch auf. Also ich halte mir das hier vorsichtig und lege mir das jetzt hier so hin, wie ich es haben möchte. Also ihr könntet das jetzt noch verschieben, nach oben, nach unten, weiter hier rüber. Oder ihr guckt so ein bisschen, dass die Ränder rechts und links gleich sind. Das mache ich jetzt, dass ich hier schaue, dass das rechts und links ungefähr den gleichen Rahmen hat. Klebe mir das einfach so an und gucke, dass unten ein kleinerer Rahmen ist als nach oben. Aber das ist wie gesagt Geschmackssache und da könnt ihr noch einiges machen. Ihr könntet hier nochmal ein Etikett drüber bauen. Und was habe ich jetzt vergessen, ich Dödel? Ach, mein Designerpapier natürlich. Das muss natürlich noch hier hinten rein. Man tut sich leichter, wenn man das gleich macht, bevor man das hier zusammenklebt. Aber es geht auch im Nachhinein. Ist halb so wild. Wir kriegen das hin. Also das muss natürlich da hinten noch drauf. Mit einem kleinen gleichmäßigen Rand. Aber selbst das kann man noch im Nachgang super machen. Und hier vorne auf die Fläche kommt jetzt auch noch das geprägte Papier, das ich noch habe. Und ich finde die Farbe wirklich cool. Die macht sich sehr gut zu dem Grau. Das Pazifikblau ist echt schön dazu. Hat auch noch so eine kleine Umrandung. Und sieht dann so aus. Genau. Und jetzt baue ich mir hier vorne mein Motorrad noch drauf. Und dann ist meine Karte ready für die Ausfahrt. Für die Motorradausfahrt. Und auch dafür sind diese schwarzen Teile eigentlich ganz gut, weil man dann nachher den Kleber nicht mehr sieht. Das mache ich mir jetzt mit Dimensionals. Setze ich mir das jetzt hier so drüber und lasse das hier vorne entlang düsen. Ich finde, das ist echt eine coole Karte und dieses Motorradset ist sowas von cool. Das sieht so gigantisch aus hier vorne, dieses Motorrad. Das ist so schön und es macht so richtig Spaß, das zusammenzubauen. Ich finde es echt cool. Da fühlt man sich wie so ein kleiner Mechaniker, wenn man dann die ganzen Teile aufeinander setzt. Und das finde ich cool mit den Farben eigentlich, das macht sich gut. Mit dem Orange und dem Blau, das passt ganz gut zusammen. Ich würde jetzt auch keine Glitzersteine mehr drauf machen. Ich überlege gerade, ob ich die matten Steine noch drauf setze, aber vielleicht in Schwarz. Ah ja, ein bisschen geht schon, oder? In Schwarz wäre es vielleicht. Oder auch in Grau. Grau wäre auch cool. Grau haben wir noch gar nirgendwo. Aber Schwarz ist schon cooler. Ja. Okay, Grau kommt wieder weg. Ich nehme hier noch diese schwarzen Steine in matter Optik. Und mache mir da noch ein paar. Ich finde, das sieht immer aus wie diese Halterungen. Ich überlege gerade, ich mache es hier so gegenläufig. Finde ich ganz schön. Das sieht irgendwie cool aus. Irgendwie passt das sehr gut zu der Karte. Und dann ist halt wenigstens noch ein bisschen. Man macht ja schon kein Glitzi hin bei Männern, oder? Hier noch die kleinen. Ja. Da machen wir auch noch ein bisschen was drauf, weil hinten ist ja jetzt auch nicht so, ist ja nicht so bunt und nix. Also man kann schon noch ein bisschen was drauf machen. Dann machen wir gleich vier hin. Dass das da passt wie so eine Werkzeughalterung. Ich habe auch nochmal irgendwo da drinnen. Achso, ihr habt die Bestellnummer. Wäre diese hier und der korrekte Name, das sage ich euch auch, muss ich nur schnell rausformen hier. Die heißen klassisch runde Akzente in matter Optik. Also echt eine coole Steine, finde ich. Ich hoffe, die gibt es noch. Und schon ist die Karte fertig. Also ihr seht, die ist wirklich einfach. Eine coole Männerkarte, eine coole Karte für Bikerinnen natürlich auch. Könnt mit den Farben spielen. Vielleicht wisst ihr, welches Motorrad die Person fährt, die Karte dann bekommt. Und könnt es dann noch ein bisschen auf der Karte einfließen lassen. Blau, orange, klassisch oder rot oder wie auch immer. Also da habt ihr echt noch viele Möglichkeiten.
Und wenn ihr sagt, ich will gar keine Motorradfahrkarte haben, dann habt ihr ja jetzt auch wirklich noch viele andere Ideen bekommen, was ihr noch so machen könntet. Mal gucken, dass ich besser im Bild bin. Also hier mal meine ganze Biker-Ideenkiste. Und wie gesagt, wenn ihr sagt, ich möchte jetzt nicht so viel Friemelig da zusammen machen oder ich möchte die Stanzformen gar nicht unbedingt haben, ja, ich finde, die sind das absolute Highlight bei dieser Serie, diese tollen Stanzformen. Aber ihr könnt natürlich auch nur mit dem Motorrad arbeiten und das dann zur Not auch mit der Hand ausschneiden. Aber ja, ich finde es wirklich cool. Ich fand es toll, damit ein bisschen zum Spielen und ich hoffe, dass es für euch auch ein paar coole Ideen sind und dass euch das eben auch Spaß macht, mit der Motorradserie zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt hätte, das ist auf jeden Fall mein absoluter Favorit im neuen Mini-Katalog, diese Motorradserie. Also die Rückseite habe ich noch nicht festgeklebt, nicht, dass ihr euch wundert. Hier noch die anderen Karten. Ich kriege sowieso nicht mehr alles ins Bild. Meine Weihnachtskarten habt ihr gesehen. Wie gesagt, nehmt die gerne als Geburtstagskarten für die Winterkinder. Da braucht man ja manchmal auch was und hat vielleicht auch eine schöne Idee mit Schneeflocken. Oder eben diese Form. Also ich finde diese Karte ganz besonders schön mit den Farben. Ich finde das echt cool. Ist Calypso und Chili in der Mitte, glaube ich. Ja, mit Chili bin ich da reingegangen. Also echt, finde ich auch eine tolle Karte. Gefällt mir auch sehr gut. Also, ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt viel, viel Inspiration bekommen in diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert gerne den Kanal, drückt dabei auf diese Glocke und dann werdet ihr mal kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Viel Spaß beim Nachwerken, gerne auch mal ein Hochcut oder als Gutscheinfach. Und ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Kreativ etwas Neues. Tschüss!